Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vale of Kraus. Wir befinden uns in einer neuen Version. In der Zwischenzeit gibt es unter anderem gab es ein Update für die KI. Generell soll die jetzt aggressiver sein. Wir werden sehen. Bugfixes zu den Villages. Was genau weiß ich nicht. Ich habe mir die Patch Notes nicht zu 100% durchgelesen. Und was man auch sofort sieht, UI-Update. Das UI wurde komplett überarbeitet. Kann sich natürlich immer noch was ändern, aber sieht schon mal deutlich besser aus. Ansonsten, Card Speeds. Das Problem mit dem Card Speed und dem Capacity ist immer noch nicht angegangen. Ich hoffe mal, da wird sich noch was ändern. Garrison Strength 16.000, das ist neu, diese Garrison Strength Anzeige. Warum 16.000 eigentlich? Keine Ahnung, so gut sind die Truppen eigentlich hier drin gar nicht. Okay, ansonsten... Gut, Highstone ist natürlich unsere Hauptstadt. Der Rest ist natürlich hier Quarry. Er hat 64er Bevölkerung. Gut, Garrison zählt wahrscheinlich dazu. Amis habe ich jetzt gerade gar keine. Factions. Das wurde auch komplett einmal überarbeitet. Okay. Gut, trainen kann ich gerade mit niemandem. Okay, genau, letzte Folge, ich erinnere mich teilweise. Wir haben ja die ganzen Gebiete hier abgegradet. Und ich habe auch herausgefunden, wo meine Goldmine ist. Können wir mal das hier upgraden und das hier upgraden. Das ist ja das Wichtigste, wie ich in der Zwischenzeit weiß. Der Rest ist ja egal, Hauptsache die Card Speed und die Card Capacity ist hoch. Ich glaube, den Rest hatte ich schon gemaxt, oder? Nicht ganz. Okay, ansonsten ressourcentechnisch stehen wir gut da. Gut, gut, das ist nach wie vor noch ein bisschen unübersichtlich. Mint. Melts down gold ore and presses it into gold. Immer noch keine Ahnung, ob mir das jetzt Gold bringt oder nicht, ehrlich gesagt. Es gibt halt auch noch keine Übersicht. Wie ich oder wo ich Gold herbekomme, leider. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich einmal das ganze Zeug hier upgraden sollte. Für bessere Truppen. Damit wir dann auch mal mit besseren Truppen irgendwann mal auf Krieg gehen können. Ist übrigens meine Sergeant Olaf. Ah, ne. Wir können die Armory betreten und das Laden dauert mir zurzeit zu lang. Da kann ich dann meinen Hero ausrüsten. Das habe ich schon mal gemacht gehabt, jetzt vorhin. Nicht vorhin. Gestern. Also, ach egal, vergesst es einfach. Ich hab's mal gemacht. Deswegen weiß ich auch, dass das Laden ewig dauert. Wo bin ich gerade? Warte mal. Gerade irgendwo unbewusst dann. Hä? Warte mal. Was genau ist hier gerade passiert? Es war so nicht geplant, Ladies and Gentlemen. Das ist meine Hauptstadt, Highstone, genau. Ich mache 2000 Tax Income derzeit. Ach, guck mal. Arbeitereffizienz 77%. Ah. Gut, das wäre allerdings blöd, dann hätte ich nämlich keine Einkommen mehr. Wir können einfach mal 10er Geschwindigkeit machen übrigens gerade. So. Ich guck mal, ob sich das Einkommen verändert. 484 haben wir jetzt gerade. Gucken, was passiert, wenn das Ding fertig ist. Nachts bauen sie natürlich nichts. Jetzt haben wir gerade Nacht, oder? Mitternacht, genau. Jetzt ist wieder Tag. Ne, noch nicht Tag. Jetzt ist erstmal Heavy Rain. Jetzt ist Morgendämmerung. Jetzt bauen sie weiter. Eigentlich ein cooles Feature, dass sie nachts nicht bauen. Am Income ändert sich nichts. Ich verstehe nicht genau, wofür das eigentlich da ist. Wenn ich da eh nichts dran verdiene. Was? Upgrading will improve survival rate? Also von Gefangenen. Upgrade für Equipment braucht keine Sau.
Trade Income 5, Max Trade Income 10. Ist aber gering. Granary, kann das mal alles upgraden. Das kann ich gar nicht upgraden. Fehlt mir Holz, überall Holz, ich brauche mehr Holz. Wo ist meine Lumbermill? Hier war die, oder? Ja. Gut, da kann ich eh nicht mehr upgraden. Wie gesagt, das ist halt einfach das Problem mit den Wägen. Wie gesagt, das Ding ist voll. Das Problem würde sich einfach beheben lassen, indem man weitere Ressourcen-Cards bauen könnte. Oder kaufen könnte. Was ja leider nicht möglich ist, derzeit. Okay, dafür brauche ich über einen Stronghold. Was ist das hier? Training Grounds. Trade Spearman, das Upgrade wird dann wahrscheinlich bessere Spearman ermöglichen oder so. Warte mal. Was ist das hier in? Town Happiness, okay. Crossbowman. Gut, upgraden wir erstmal das Ding. Ach guck mal, ich kann das auch einfach hier so ziehen. Aha. Okay, wir brauchen mehr Stein und wie immer Holz. So, ansonsten armeetechnisch. Gut, wer hat hier gerade nirgends geplündert? Was ist das hier eigentlich? East Point Stronghold. Sieht aus, als ob es vom Feind ist. Scott Velikan. Haben die eigentlich noch mehr oder ist das das einzige? Velikan. Wenn das das einzige ist, was die haben, könnte man die ja mal besuchen gehen. Haben die echt nur ein Ding? Hm, sieht fast so aus. Nee, da ist noch mehr. Ah, okay. Warum haben die denn das Castle da unten erobert? Oder wie haben sie das erobert? Whatever, ich will es auf alle Fälle haben. Ist mein Castle bald. Daily Production. Ist eigentlich gut. So, boah, ist erstmal als nächstes Range. Siege Workshop, warum nicht? Einfach mal bauen. Wird das eigentlich in Echtzeit aktualisiert? Ich glaube nicht, dass das eingebaut ist. Echtzeitaktualisierung. Ich glaube, dafür muss ich das neu anklicken, oder? Eigentlich müsste schon wieder Holz angekommen sein. Ja, ich muss es anklicken, okay. Schade. Wäre cool gewesen, wenn das schon so eine Echtzeitaktualisierung drin gehabt hätte, aber gut. Ist schwierig zu programmieren. Kann auch vor allem viel Leistung fressen, wenn man es nicht ordentlich hinbekommt und wenn die Engine dafür nicht ausgelegt ist. Ich weiß gar nicht, auf welche Engine das basiert. Selbstgeschriebene? Nein, ich glaube nicht. Weiß ich wirklich gerade keine Ahnung. Was brauche ich eigentlich für die besseren Walls? Viel Holz und viel Stein. Steintechnisch. Okay. Muss mal kurz warten. Habe ich schon 10er Geschwindigkeit drin. Ich weiß auch gar nicht. Aktuell ist. Irgendjemand hat geschrieben, dass die Karte so leer ist. Also die Karte in Mountain Blade Warband an sich ist auch nicht voller gewesen. Vielleicht doch, weil ein paar mehr kleine Dörfer drin waren, mit denen du nicht wirklich viel machen konntest. Aber ansonsten... Die haben übrigens den Regensound verändert. Ist euch das aufgefallen? Regen hört sich jetzt anders an. Ansonsten, ja klar. Ich weiß auch nicht, ob die Map so bleibt. Es kann auch sein, dass irgendwann mal eine neue Map kommt, sodass die einfach komplett nochmal überarbeitet wird. Ich glaube nicht, dass die so bleibt. Ich glaube, es ist erstmal einfach nur hinzugefügt worden, dass halt einfach meine Karte drin ist. Dass sich keiner beschweren kann. Hier sind einige gestorben, oder? Killed, killed, killed. No longer allies. So, ressourcentechnisch sind wir wieder voll. Mehr oder weniger. Upgrade ist erstmal das Keep. Oder den Keep. Weiß gar nicht, wie man das jetzt gerade nennen würde. Die Walls sind danach dran. Na, erstmal mal das Prison. Ansonsten, wie schaut es Truppen aus? Create Army. Na, warte mal ganz kurz. Erstmal kurz, Train Units. Was kann ich denn aktuell als Train? Guck mal, wir können sogar schon. Leichte Kavallerie haben wir jetzt. Ansonsten. Footmen sind, glaube ich, neu. 3 pro Tag. 1, 2, 3, komm, machen wir mal 10 Stück. Machen wir auch mal noch 10 Archers. Ah, ich habe kein Holz. Okay.
Und es regnet wieder. Doch, die Regensonden sind überarbeitet worden. Das war doch ein größeres Update. Auch schön mit Donner jetzt. Bin beeindruckt. Wie gesagt, das Spiel ist im Early Access. Es wird von einer einzigen Person entwickelt. Er schaut hässlich aus. Ich gehe sterben. So, rekrutieren dauert ziemlich lange, kann das sein? Ja, Tatsache. Wow. Wo bin ich? Ey, warum tut er einen jedes Mal an den Rand der Karte porten? Warte mal, wenn ich hier hingehe. Warte mal. Nee, das war's nicht. Jedes Mal, wenn ich hier draufklicke. Warte mal. Hier? Und dann portet er ihn hier unten hin. Wie dumm. Okay, na gut, das ist ein Early Access Spiel. Darf mich nicht beschweren. Bisschen doch, man darf sich beschweren, muss es halt dann gefixt werden, ne? Im Zweifel. Kommt hier nichts an, wenn es regnet, oder was? Oder wie? Oder warum? Forschungsbaum wäre noch cool, wenn es hier Forschung geben würde. Dass man zum Beispiel mehr Forschungsslots, mehr Ressourcen-Cuts. Sowas könnte man zum Beispiel machen. Dass man die Forschung an Boni wie eben neue Wägen koppelt. Dass man halt mehr Ressourcenwägen kaufen kann. Vielleicht kann man es, oder ich sehe es einfach nur nicht, aber nein. Es ist eigentlich komplett useless, das Zeug. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Kann ich das hier noch upgraden? Nein, das ist auch schon durch. Verstehe echt nicht, warum man nicht mehr Wägen bauen kann. Ist mir echt zu hoch. Sorry. Food konsumiert. 1300 von 1600 werden aktuell konsumiert. Okay. Das könnte ich tatsächlich mal upgraden. Upgraden mal alles drei. Was bringt mir die Ranch eigentlich nochmal? Das war Felle, ne? Ah, genau. Das Ding ist fertig. Jetzt kann ich hier wieder alles upgraden. Will ich aber gerade gar nicht. Warte mal. Oh. Ach nee, okay. Ich dachte schon, ich habe die Ding. Was gibt's denn jetzt? Crossbowman kann ich noch bauen. Berserker sind neu. Es gibt Cavalry, Lancers. Infantry. War die nicht gerade oben? Ne, die ist neu. Oha, Barracks 2. Upgraden wir das Zeug mal. Stables können wir dann auch als nächstes noch upgraden. Ah, komm, machen wir als erstes die Training Grounds. Eigentlich geht es ja erstmal nur um Armee. So, Foodcon, jetzt haben wir 3250 Food, jawohl. Das sieht doch mal deutlich besser aus. Fehlt nur noch, dass die Storage upgegradet wird. Kann es sein, dass er gerade nichts abholt, weil das voll ist? Tatsache. Oder wo kann ich die Nahrung upgraden? Granary wäre das, ne? So, jetzt haben wir 200. Gut, das andere kann ich jetzt leider nicht upgraden. Okay, was bringt mir eigentlich so ein Ding? Das ist ein Stronghold, also eine Festung. Ich weiß nicht, inwieweit ich irgendwas produzieren kann oder ob mir das Income bringt. Müsste man mal gucken. Ansonsten haben wir noch wirklich keine wirkliche Armee. Also ich muss halt echt jetzt mal gucken. Oh, Longbow. Hammerman. Heavy Shock Units. Best against enemy Berserker charged to pierce their heavy armor. Hört sich doch gut an. Was sind das für Dinger? Frontline Defense against Cavalry Attacks.
Machen wir Light Crossbows. Cavalry. Brauchen wir Stables 3 erstmal. Ich habe wieder kein Holz. Irgendwas. Kann ich irgendwas ohne Holz bauen eigentlich? Dumme Frage, ne? Was soll man ohne Holz bauen können? Holz ist so wichtig, aber das Einzige, wo du nicht wirklich upgraden kannst. Das macht mich aggro. Ich könnte die Ressourcen natürlich manuell schicken, aber das wäre ja kompletter Waste of Time. Da müsst ihr jedes Mal Truppen schicken. Können wir Storage upgraden, das bringt zwar auch nichts, aber Hauptsache ich hab's mal geupgradet. Was ist seine Mission? Er gammelt hier rum, hallo? Wenn er noch einmal zu nahe kommt, mache ich ihn kaputt. Hier hinten geht's halt übelst ab, ne? Die haben hier übelst Party. Hier, so. Was ist denn das? Eine Rebellenarmee? Ne, Velikan Army. Die sind ziemlich strong, ne? 118. Weil ich hab. Die haben 118er Einheiten. Ich hab nicht. Was hab ich? Wenn ich all meine Truppen zusammennehme. 30. 50. 50 plus Held. 50 plus Helden, die haben mal eben hunderte Armeen. Oder habe ich hier irgendwelche Truppen? Gut, hier habe ich ein paar. Gut, ja, okay. Ich würde nicht, darf nicht behaupten, ich hätte nichts. Garrison. Was zählt jetzt? Zählt Garrison? Was zählt zu Garrison? Peasants zählt nicht zu Garrison, okay. Das heißt, dann habe ich doch. Gut, hier habe ich gar keine Garrison. Hier habe ich 25. Habe ich die mal hingeschickt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 30. Hier nicht noch irgendwo was? Ne. Ist auch 25. Das Problem ist, es bringt mir halt nichts, dass ich das Zeug weiter upgrade, weil ich halt nur einen Wagen habe. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, Granary habe ich schon geupgradet. Ändert nichts, dass die Daily Production einfach way too low ist. Stables upgraden. Treasury. Oh, increasing tax income. Das hört sich doch gut an. Brauche ich eh, wenn ich hier weiter Truppen rekrutieren will. Klicke jedes Mal dummerweise auf das Ding drauf. Okay, train units. Infantry ist ja eigentlich sowieso generell. Basic Militia Units, bla, Spearman. 20 Spearmen. Mehr oder weniger. Oder kann ich eigentlich mehrere Einheiten gleichzeitig rekrutieren? Ja, es geht. Okay. Gut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Archers? Und es gibt keine anderen Archers. Okay, ich dachte, da war nochmal an. Doch, warte mal. Ach, das sind X-Men. Ah. Staple Shock Unit. Okay. Wann ist das Taxation-Ding fertig? Na, Treasury. Okay, mal gucken, wie weit sich das wirklich erhöht, ob das wirklich was bringt. Weil wir verlieren das natürlich, weil wir Einheiten rekrutieren. Okay, das Ding hat sich gelohnt. Denk mich am Arsch. Okay. Eben 1400 extra, ey. Not gonna lie, that was nice. So. Oh. Muss ich das mal wieder auch schneller machen. Alter. Ich glaube mir so vorstellen, dass es absichtlich so ist. Einfach, wenn man sich längere Zeit in dem Recruitment-Ding drin befindet, dass einen da nicht irgendwie die KI kommstompt oder so. So, wir rekrutieren jetzt natürlich erstmal schön Truppen. Kann ich eigentlich mit Shifting Fast Recruitment machen oder irgend sowas? Gut, ich habe wieder kein Holz. Während hier schön hier wieder wunderbar die Welt abgeht. So, natürlich habe ich jetzt deutlich geringere Population. Kann ich das eigentlich noch höher setzen? Ne, ist eh schon hoch. Höher geht nicht mehr. So, aber es ist gut. Holz. Ich habe unglaubliche Holzprobleme.
Was ist das hier? Echt Stahl. Warte mal. Wo kriege ich Stahl her? War das die hier? Ah. Einmal komplett alles upgraden hier, was bei. Ey, die Stahlmine habe ich ja komplett. Ist doch Stahl, oder? Mine wird Stahl sein, ja. Ist mal rein Interesse. Was ist aktuell die Stahlproduktion? 360. Ich glaube, davor war sie nicht 380, war sie davor, oder? Ich glaube, davor war sie 180 oder sowas. Kann ich eigentlich das Gold weiter pushen? Ich meine, der Weg ist halt schon alleine lang. Das macht keinen Sinn, das weiter. Ich mach's einfach mal, weil ich das Gold gerade habe, aber es würde einfach trotzdem. Es ist eigentlich total sinnlos, was ich gerade mache. Es bringt eigentlich nichts. Null. So, das kann ich auch wieder nicht weiter upgraden. Jetzt haben wir auch 640. Stein müsste ich dann auch noch upgraden können, oder was? Quarry? Oder woher kommt das? Nee, eigentlich nicht. Ah, ist komisch. Also, auf alle Fälle ist hier ein Gangcamp. Das stört mich. Das stört mich. Ich habe so viele Einheiten rekrutiert. Wo sind die alle? Okay, passt schon. So, wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben. Warte mal. Ah, verdammt. Ich wollte ein bisschen Nahrung noch mitnehmen. Heavy Cavalry. Ach, die habe ich gekauft, ne? Was ich auch machen könnte, ich könnte die auch kaufen. Fällt mir gerade ein. Bestechen sozusagen. Oder davon überzeugen, dass meine Armee die bessere ist. Wie stark wird die Einheit eigentlich eingestuft? Ziemlich stark. 213. So, Sieg Audience. Die sind deutlich stärker. Warum kann ich die nicht einfach angreifen? Warum kann ich die nicht angreifen? Let's rid the world of this scum. Wir machen einfach mal Auto-Resolve, weil eh Free Win, da braucht man nicht kämpfen. Ja. So. Dann kümmern wir als nächstes noch um die. Weil die hier nämlich so komisch rumlurken, als ob die hier nämlich vorhaben. Ja, klar. Er rennt jetzt erstmal wieder 10 Jahre weg. Er hat mich beklaut, ey. Dafür wird er sterben. Wo läuft er denn hin? Will er hier zum Strand und wegschwimmen oder was? Hallo? Was ist denn seine Mission? Warum kann ich das nicht auf 10 stellen? Oder ist das 10? Wow. Ich verreck. Wohin geht er denn? Ah, okay. Warum kann ich nicht einfach angreifen auswählen? Ah, okay. Ja, easy win. Wunderbar. Ich sollte die Lumberyard später mal erobern. Gut, einmal nach Hause bitte. Das erhöht natürlich alles nochmal die Kapazität. Dafür brauche ich Stein. Das habe ich wieder nicht. 180 von 134. I need more stone, please. Gut.
Sonst habe ich eh schon alles gebaut gehabt. Genau, so. Kann man irgendwas rekrutieren? Nein, nicht neue Armee. Rekrutieren. Da brauche ich Kavallerie Stäbe 4. Ja, rekrutieren wir weiter. Infanterie. Gut. Gut, damit entwickelt sich das Ganze ja langsam. Vor allem, wir haben auch nach wie vor sehr, sehr hohes Goldeinkommen. Eigentlich kann ich sogar die Dinge mal ein bisschen runtersetzen. Erstmal, eigentlich nicht, nein. Nein, vergesst es. Eigentlich, das Gold ist das eigentlich. Kann ich mit irgendjemandem traden oder so? Warte mal. Kann ich ihn auswählen? Jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt. Ist das nervig. Warte mal, kann ich nicht einfach zu ihm hinzoomen? Nein. Doch. So, und zwar hätte ich einmal so ganz gerne. Kann das sein, dass sie alles erobert haben? Ne, die anderen gibt's scheinbar noch. Gut, er soll jetzt einfach mal kurz gucken, ob ich mit irgendjemanden mit irgendjemandem was machen kann. Randul. Komm, wir haben mal zu dem Randul-Typen. Gucken, ob wir mit denen was hinkriegen. Und zwar Request an Audience. Trade Deal. Okay, wir sind erst die Gold Tribute. Alter, das ist teuer. Ne, vergiss das mal. We're looking for work. Das funktioniert noch nicht wirklich, okay. Okay. Hat irgendwie nicht, also irgendwie funktioniert das noch nicht scheinbar. Randul war das, ne? 3. Die hassen mich auch. Ich denke mal, ich werde denen einfach den Krieg erklären. Ha, die werden schon sehen, was die davon haben. Ich werde meine besten Truppen dahin schicken und werde die vernichten. Aber nicht diese Folge. Das war's erstmal für die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut. Tschüss.